Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir uns mal den Bereich Job und Finanzen an für den Monat Oktober. Schauen, was die geistige Welt für Nachrichten, Impulse, Informationen für euch bereithält. Wenn es mit euch resoniert, dann macht es absolut Sinn, am Ende auf die Playlist zu schauen, euren Aszendenten noch mit anzuschauen. Playlist wird am Ende oben rechts eingeblendet. Und wer Interesse hat, im Oktober eine persönliche Legung bei mir zu buchen, findet den Link dazu zu den Infos in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und sich da mal schlau machen. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke im Bereich Job und Finanzen im Oktober. Okay, 10 der Münzen auf dem Kopf, was der Schwerter auf dem Kopf, König der Schwerter auf dem Kopf, 8 der Münzen, 7 der Schwerter, Ass der Stäbe, 7 der Schwerter auf dem Kopf. Wir klären es gleich noch. Legen wir erstmal so los. Also, es kann sein, dass euch hier jemand wirklich übers Ohr gehauen hat, ja, so dass da wirklich privat... für einige ist es privat, für andere eben auch auf der Arbeit, dass man euch wirklich um einen Haufen Geld betrogen hat. Das ist aber irgendwie erst ans Licht gekommen und aufgeflogen, als es fast schon zu spät war. Für einige war es dann schon zu spät. Es kann auch sein, dass hier jemand, ein Chef oder sowas, euch was versprochen hat und dieser Chef ist dann gegangen. Und der neue Chef weiß davon nichts, es ist irgendwie nichts dokumentiert und so weiter und so fort. Also mal unterm Strich, ganz platt gesagt, ihr seid ganz übel veräppelt worden oder habt es jetzt schon im Gefühl, dass das passieren könnte. Deswegen ganz wichtig hier, alles dokumentieren, immer Zeugen dabei haben, Sherlock Holmes spielen. Sollte euch das im privaten Bereich betreffen können, stellt einfach Kameras auf oder sowas, ne? Also hier geht es wirklich darum, einen Dieb zu enttarnen, auffliegen zu lassen, denn so dramatisch, wie sich das jetzt alles anhört, was es mit Sicherheit auch ist, es gibt hier die Möglichkeit auf Klärung, auf darauf, dass ihr zumindest einen Teil dieses Geldes wieder zurückbekommt, ein Teil dieser Kondition für euch erfüllt wird. Das setzt aber euren Einsatz voraus. Ja? Also da müsst ihr wirklich euch Gedanken machen, wie gesagt, Zeugen, alles dokumentieren, sollte es euch im Privatbereich betreffen, spielt ein bisschen Sherlock Holmes, stellt vielleicht eine Kamera auf, keine Ahnung. ihr habt die Möglichkeit, sollte sich das hier auch um eine ganz hässliche Kündigung gehandelt haben oder handeln. Ich meine, es liegt hier nicht, dass es vor Gericht geht, ne? Aber sollte das der Fall sein, es kommt sehr schnell ein neuer Job und es gibt sehr schnell eine Lösung für diese Ungerechtigkeit, die euch da widerfahren sein könnte. Gegebenenfalls sogar könnte ein Arbeitsgericht entscheiden, dass die Kündigung nicht rechtens war und ihr solltet sowieso auf Wiedereinstellung klagen, wenn das hier eine ungerechtfertigte Geschichte war. Weil dann könnt ihr vielleicht noch irgendwie Schadensersatz rausholen oder so. Ja, also das einfach so, weil es hier einfach so krass konträr liegt. Es gibt hier auch eine Gruppe, die dann aber mit einer Abfindung oder mit Erspartem, wie auch immer, sich denkt, okay, jetzt nehme ich mein Leben selber in die Hand, jetzt nehme ich meinen Job selber in die Hand und fängt an, irgendeine Art von Selbstständigkeit aufzubauen. Wow. Das ist mal Action. Wir klären das Ganze, liebe Steinböcke. Bitten die geistige Welt um 3 Klärungskarten. Zack. 9 der Schwerter auf dem Kopf. Zack. König der Kelche auf dem Kopf. Ja. Irgendwem... Das kann eine Firma sein, das kann eine Sache sein, ein Mensch sein, eine Sache, entschuldigt, ein Mensch sein, kehrt ihr den Rücken zu. Es kommt Entspannung rein
Um aber wirklich hier eure Ziele zu erreichen, seid ihr hier aufgefordert, das Ganze nicht irgendwie... Also schaltet euren Kopf ein, das ist hier ganz wichtig. Lasst euch nicht von irgendwelchen Gefühlen leiten. Und wenn ihr 100 Jahre in dieser Firma wart und alle Arbeitskollegen so super toll, wenn euch da Ungerechtigkeit passiert ist, geht, ja. Keine nostalgischen, verwaschenen Gefühle dürfen in dieser Situation, wenn es sich so extrem darstellt, wie es hier liegt, eure Entscheidungen, eure Wege beeinflussen. Das könnte euch wirklich zum Nachteil werden. Ja. Aber da kommt Entspannung rein, da kommen Ideen rein und da kommen vor allem auch neue Möglichkeiten. Ja. Neue Möglichkeiten, von denen ihr bis jetzt auch noch gar keine Ahnung habt, dass die auf euch zukommen können. Die sind aber sehr erfüllend und die bringen euch wieder in eure Energie, die bringen euch auch finanziell neue Möglichkeiten etc. pp. Also auch wenn ihr durch eine anstrengende und Zeit müsst, wo euch vielleicht nicht so gut mitgespielt worden ist, das sieht sehr gut aus, dass sich das löst und ihr bald wieder zur Ruhe kommen könnt. Meine Lieben, schaut euch euren Aszendenten noch an. Wird oben rechts eingeblendet, oben links ist die Steinbock-Playlist. Schaut da mal vorbei, vielleicht ist da was, was ihr noch nicht gesehen habt und euch trotzdem aber noch helfen könnte. Ich wünsche euch einen wundervollen Oktober, dass sich alles für euch in eurem Sinne zu euren Gunsten fügt. Wünsche euch alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.